Dänischer Dolmetscher heute. Herzlich willkommen. Danke. Auch euch, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im PK-Raum im Deutsche Bank Park und natürlich allen Zuschauern der Eintracht Medien. Schön, dass ihr live dabei seid. Gut, dann starten wir mit der Fragerunde an Jesper Lindström. Roland Palmert von der Bild-Zeitung. War es eine ganz leichte Entscheidung, nach Frankfurt zu gehen, oder hatten Sie sehr viel mehr Angebote und war es eine längere Überlegung, was Sie tun würden? War die Leitfrage zum Tilbud von Frankfurt oder hast du andere Tilbud? Ich kann es in Englisch, aber ist das okay? Dänisch. Dänisch? Okay. Ich finde, das war ein gutes Tilbud, ich fand, und ich finde, Frankfurt war einer der besten. Ich finde, dass hele strukturen in Frankfurt gjorde, at jeg valgte det her også. Jeg ved ikke, om det var et nemt valg, men altså, der er i hvert fald stor grund til at vælge Frankfurt. Also ich hatte schon gute Angebote bekommen, aber die Strukturen in Frankfurt, die haben das für mich nicht so schwer gemacht, Frankfurt dementsprechend zu wählen. Nachfrage von Roland, ja. Was ist mit Struktur gemeint? Wer meint du mit Strukturen? Det her med, at de begynder at lave det lidt mere ungt. De begynder med nye træner, nye faciliteter, ny sportsdirektør. Så man starter lidt fra bunden af igen, og det synes jeg er sindssygt fedt, og det vil jeg gerne være en del af og skabe og blive endnu bedre. Also, das ist ein junges Team, was jetzt gerade entsteht. Ein neuer Trainer, ein neuer Manager. Und das ist so ein Projekt, wo ich mich auch drin sehe. Und das möchte ich gerne ein Teil davon sein. Thomas Kilchenstein von der Frankfurter Rundschau. Ich wollte einfach nur wissen, wie sind die ersten Eindrücke nach den ersten zwei Trainingseinheiten? Kommen Sie zurecht in der Mannschaft? Die erste Eindruck? Er de to første træningspas måske? Der er rigtig god intensitet på. Spiller med nogle rigtig gode spillere. Alle har været super gode til at tage imod mig, så jeg føler mig fri på banen. Jeg synes bare, det er fedt at være en del af det her hold. Super gute, super intensitet auf dem Platz habe ich am Anfang gespürt. Ich wurde gut in Empfang genommen von den Spielern. Das sind auch halt richtig gute Spieler und deshalb bin ich froh, ein Teil der Mannschaft zu sein. Christopher Michel von Sport 1. Yes, hello Jesper. Wo sieht er sich denn am stärksten, auf welcher Position und wie würde er generell seine Stärken einfach beschreiben, sich als Spielertyp? Mit welchem würde er sich denn vergleichen, mit welchem Spieler? Wo ser du helst selv spille på banen, og hvem vil du gerne sammenligne dig med som spiller? På banen, der ser jeg mig som måske en offensiv midtbane, en kant, indadgående kant. Jeg synes, det er svært at sammenligne mig med nogle spillere. Jeg synes ikke, det er svært at sammenligne med nogle spillere, men i hvert fald som offensiv midtbane og måske indgående kant. Er kan ikke så erklære, hvilken spiller er mal hervorrøbt mygte, og hvem er sig vergleichen mygte. Auf jeden Fall spiller gerne im vorderen Bereich, kan aber auch über die Flügel kommen. Von daher eine von den offensiven Positionen. Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo, schönen guten Tag. Ich habe gehört, er spielt sehr gerne PlayStation, er zockt gerne FIFA. Stimmt das und holt er sich da wirklich tatsächlich Tipps auch für sein Spiel auf dem Feld? Får du tips af PlayStation, så du kan sætte dem omsætte det på banen, når du selv spiller? Det er et svært spørgsmål. Men jeg spiller meget FIFA, og jeg spiller meget FIFA, og jeg synes, det er sjovt. Jeg ved ikke, om jeg får inspiration, men man får måske lidt større overblik over banen, og det hjælper måske også at kende de forskellige spillere lidt mere, når man spiller en del. Also schwere Frage. Vielleicht kriegt man ja so ein bisschen Überblick über das gesamte Spielfeld, wenn man FIFA zockt. Man lernt auch so einen Teil von den anderen Spielern ein bisschen. Carsten Schellhorn vom Hessischen Rundfunk. Gut, FIFA hier vielleicht in Frankfurt nicht, aber UEFA immerhin, Europa League wieder. Haben Sie das in den vergangenen Jahren wahrgenommen, was für Feste das am Ende auch waren hier in Frankfurt, Europa League? Har du fået udvikling, når Frankfurt har spillet internationalt i disse par mange år? Bob, jeg har set en del kampe. Jeg har ikke rigtig fulgt sådan med, fordi at så meget fodbold ser jeg ikke. Men jeg er glad for at være en del af et hold, der skal ud og spille Europa League og kan vise mig frem, både personligt, men også som hold.
Einige Spiele habe ich schon gesehen, aber so dick dran verfolgt habe ich das nicht. Aber ich freue mich tierisch darauf, mit Frankfurt europäisch zu spielen. Julian Franzke vom Kicker. Hallo, mich würde interessieren, ob er das erste Jahr jetzt eher als Lehrjahr sieht oder ob er doch die klare Ambition hat, das klare Ziel hat, sofort zum Stammspieler aufzusteigen und falls ja, wie er da die Chance einschätzt. Ja, die Ambition, ob ich Stammspieler mit der Sammelleiter sollte, ist Lehrjahrsort, Förster. Man wird altid spille, når man kommer som spiller i en ny klub, og det er jo op til træneren at vælge, om man er god nok. Men jeg håber at få så mange minutter som overhovedet muligt, og jeg håber, at jeg kan i hvert fald starte ind i nogle kampe og kan vise mig rigtig, rigtig godt frem. Er hofft als Anfang, dass der Trainer ihn aufstellt und dass er auch einige Spiele gleich am Anfang bekommt, sodass er sich selbst in Vordergrund spielen kann. Christopher Michel. Kann er vielleicht einfach mal erzählen, was Oliver Glasner von ihm erwartet, was ihm Oliver Glasner schon auf dem Weg mitgegeben hat und wo er sich gerne am liebsten verbessern würde, also wo er erstmal den größten Aufholbedarf bei sich sieht? I samtale med Oliver Glasner har han så fortalt dig, hvad for nogle ting og sager, som du skulle forbedre i dit spil? Ja, han har for eksempel sagt, at jeg skal måske tage lidt mere på, jeg skal blive lidt større, og jeg kan. Og det er måske, hvor jeg allerbedst, det er at finde rummet i midten og kunne beskytte bolden på den måde. Så hvis jeg kan få taget lidt på kroppen og kan blive lidt større måske. Og på den måde kan sætte en spiller lidt bedre, så ser det godt ud. Ein Teil, was er vom Trainer mitbekommen hat, ist, dass er gerne ein bisschen zunehmen möchte als ans Gewicht. Ne? Einige von uns würden das natürlich nicht so gerne haben. Damit, dass er erstmal genau größer wird auf dem Platz, sodass er sich halt besser durchsetzen kann in den Zwischenräumen, wo er den Ball sehr, sehr gerne haben möchte. Marc Heinrich, danach Carsten Schellhorn. Kann er noch mal einen Satz dazu sagen, wie er die Bundesliga sieht? Er hat sie aus dem Ausland verfolgt. Wie ist seine Einschätzung der Bundesliga? Hvad er den system Bundesliga? Hvad er den systemniveau der? Ja, jeg er helt vild med Bundesliga. Det er også derfor, jeg gerne vil bruge mit eventyr her. Jeg har set meget Bundesliga, når jeg ser fodbold. Og jeg kan godt lide det her med, at der er meget, meget kontra. Der er meget offensiv fodbold. Man er ikke bange for at afslutte ud for feltet. Og det vil jeg gerne være en del af. Ja, also er liebt die Bundesliga zu sehen, hat ganz viele Spiele im Fernsehen geguckt, mag das besonders, wenn auf Abwehr auf Angriff umgeschaltet wird und das ist natürlich genau sein Spiel. Mit Gewicht zunehmen heißt ja wahrscheinlich Muskelmasse aufbauen. Ist das so sein Ding im Gym oder sagt er, ich bin einfach viel schneller als die anderen, ich brauche das gar nicht? Er det noget, er det lige det, du synes, at du også selv har lyst til at gøre og tage på? Eller siger du, at du er meget hurtigere end de andre på banen, så du ikke prøver at tage på i kilo? Jeg er en hurtig spiller og har altid brugt min fart, men man kan altid tage på, og man kan altid blive hurtigere. Så for mig er det vigtigt at kunne både holde en mand væk, men også kunne træne, så jeg bliver hurtigere. Ja, ich bin schnell in der Tat, aber ich möchte auch gerne dann doch ein bisschen zunehmen, sodass ich auch immer den Gegner aus der Ferne halten kann. Im Zweikampfbereich. Peppe Schmidt vom Wiesbadener Kurier. Hallo, wie ist es denn mit der deutschen Sprache? Verstehen Sie uns schon ganz gut, ist das eine. Und zum anderen, haben Sie schon eine Wohnung gefunden oder kommt das jetzt auf Sie zu in den nächsten Wochen? Verstehst du die Tysk, som wir snakket lige nu, og har du allerede fundet lejlighed? Jeg havde tysk i folkeskolen, så jeg forstår nogle ord og kan derfor selv kombinere nogle sætninger en gang imellem. Men jeg skal stadigvæk lære og skal stadigvæk lytte og prøve at snakke det. Og nej, jeg har ikke fundet nogen lejlighed endnu og håber snart, at jeg kan finde noget. Altså, jeg har Deutsch in der Grundschule gehabt, wie alle anderen denen, aber durch Hören und Sehen muss er sich dann stark verbessern, weil sprechen kann er das noch nicht und eine Wohnung hat er auch noch nicht gefunden. Christopher Michel und dann Julian Franzke. Kann er mal erzählen, wann es den ersten Kontakt zwischen ihm und der Eintracht gab und mit wem? War das auch eher mit Ben Manga oder mit Markus Krösche oder vielleicht einem ganz anderen Verhandlungshändler? Wenn er fällt und erst Kontakt zu Frankfurt, oh, mit wem obstruck Kontakten? War die mit Krösche oder war dann kommt Kontakten? Jeg tror, det er nogle uger siden nu, måske en måneds tid siden, halvanden måneds tid siden, at min agent sagde, at han havde hørt fra
for Frankfurt. Jeg er ikke 100% hvem det var, men det må have været Markus, tænker jeg. Og det var ham, jeg også hørte fra første gang for 3 ugers tid siden. Also durch meinen Agenten, so vor ungefähr 1,5 Monate, ist der erste Kontakt entstanden, tatsächlich durch Markus Krösche. Und dann ging es auch schnell. Julian. Mich würde interessieren, ob es mal Kontakt gab mit Kasper Juhlmann, ob er ihm zu dem Schritt geraten hat. Jetzt während des Turniers wahrscheinlich nicht, aber vielleicht, wenn man sagt, vor 1,5 Monaten den ersten Kontakt, das war ja noch vor der Euro. Gab es da mal einen Austausch, dass er vielleicht auch gesagt hat, nein, der Schritt in die Bundesliga könnte ihm auch dabei helfen, dann in die A-Nationalmannschaft zu kommen und da eine Rolle zu spielen? Kasper Juhlmann, hat Schlagen der Kasper Juhlmann um die Skifte zu Frankfurt, hat einen Anbefehl der Bundesliga? Faktisk har jeg ikke snakket så meget med Kasper Juhlmann om det her skifte. Men jeg har, efter jeg er faldet på plads, har jeg hørt, at han har sagt, at det er et godt skifte for mig, og det er en god måde at kunne blive ved med at udvikle mig på, og derved måske blive en mand på landsholdet på et tidspunkt. Nein, ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich habe da einige Interviews von ihm gelesen, wo er zitiert wird, dass er sich freut, dass ich diesen nächsten Schritt Bundesliga getan habe. Und Kasper Juhlmann sieht auch, dass das auf jeden Fall ein guter Weg ist für die zukünftige Nationalmannschaft, dementsprechend in der Bundesliga zu spielen. Habt ihr weitere Fragen oder alles geklärt? Gut, das scheint der Fall zu sein. Julian, nochmal, ja? Ich trotzdem nochmal die Frage, wurde zwar so ähnlich schon mal gestellt, aber dass er nochmal ein bisschen detaillierter seine Spielweise erklärt. Er hat gesagt, er bietet sich gerne in den Zwischenräumen an. Ich glaube, er kann als hängende Spitze spielen im offensiven Mittelfeld, was ja oft auch so verschwimmt. Aber wenn er einfach nochmal so charakterisieren würde, wie muss ein Spiel sein, dass er sich perfekt einbringen kann? Welche herausstechenden Merkmale macht er da aus? Und wo sind vielleicht auch die Schwächen, an denen er noch arbeiten will, außer das Körperliche? Ja, ich spørger mal til din spillestil igen. Kan du sige det lidt detaljeret, hvordan du gerne vil have, at et setup skal være, så du spiller bedst? For mig er det vigtigt at have nogen bag mig, der er gode til at arbejde defensivt også, da mine kræfter er offensiv. Jeg er hurtig på fødderne, er god til at vende i mellemrum og har et godt spark udefra. Så hvis jeg har nogen, der kan arbejde måske lidt bag mig, og så kan sætte den fremad i offensiven, så kan jeg sammen med nogle af de andre spillere kombinere rigtig godt og måske komme til en afslutning ud for feltet ind i boksen. For mig er det vigtigt, at jeg henter mig Leute har, de min ryggen dann frei halten im Defensivbereich und mich dementsprechend dann futtern kann in den Zwischenräumen. Ich habe auch einen guten Schuss aus der Distanz. Ich bin auch sehr gut im Kombinationsspiel in der Box drin. Und also ich brauche den Ball in den Zwischenräumen. Das ist ganz wichtig für mich, sodass ich mit meinem Tempo kommen kann und auch zum Abschluss kommen kann. Peppi Schmidt. Ich wollte noch mal wissen, seitdem jetzt klar ist, dass er zur Eintracht geht, wie hat er sich vorbereitet? Ist man da nervös oder hat er jetzt zu Hause noch privat trainiert oder hat er einfach nur die Füße hochgelegt und Urlaub gemacht? Wie war das? Ja, dann war die Vorbereitung auf Frankfurt. War du mal nervös? Hat du das Rennen extra oder lå du nede på stranden? Jeg kom fra Brøndby, hvor vi allerede havde trænet i 2-3 uger, før jeg kom. Så jeg var i god form. Og selvfølgelig er man altid en lille smule nervøs, når man skal møde nogle nye mennesker. Men jeg har egentlig taget det med åbne arme, og jeg synes, at alle har været super søde til at komme hen og snakke med mig og kunne få mig ind på holdet, så man kan spille noget god fodbold. Altså, jeg havde med Brøndby schon en 3-vågige forberedning. Deshalb bin ich in einer sehr guten Verfassung. Natürlich war ich ein bisschen nervös. Wie ist der Trainer? Wie sind die neuen Mitspieler? Aber die haben mich super empfangen. Und jetzt freue ich mich einfach. Thomas Kilchenstein? Was weiß er denn oder was wissen Sie denn von Eintracht Frankfurt? Ich erinnere mich zum Beispiel, vor Jahrzehnten hat die Eintracht mal in Brøndby gespielt. Hier haben sie 4-0 gewonnen, dort haben sie 2-2 gespielt und die Eintracht-Fans hatten das halbe Stadion zum Beben gebracht. Hat er was schon mal gehört? Hat sein Vater schon was darüber erzählt, über dieses Spiel oder über diese Aktion? Oder was weiß er überhaupt von der Eintracht? Wer will du schon generell um Eintracht Frankfurt? Oder husker du den Europacup, wo Brøndby spielen mussten, vor mange år siden? To Trabli-Kampe. Ja, jeg ved, at de har nogle af Tysklands bedste fans. Lidt ligesom, at vi også havde i Danmark,
nogle af Danmarks bedste fans, og så det glæder mig til at kunne gå ind på banen til dem, og kunne synge Pippi Langstrømpe med dem. Så, men ja, jeg så kampene, det var nogle spændende kampe, og som min bror også har sagt, som er kæmpe Brøndby-fan, han sagde også, at fansene, de overdøde Brøndby-fansene, fordi de er så højlytte, og de er så mange, som de er. Ja, så har jeg hørt en historie om, da de var i Milan, da der kom 15.000 og så kampen, selvom der kun måtte komme, jeg tror, 3-5.000 ind på stadion, så det var også noget helt vildt, og jeg glæder mig til at opleve. Also ich habe schon einiges gehört, erstmal zum Spiel. Ja, das Spiel habe ich auch gehört, wie die Frankfurter Fans, die Brøndby-Fans übertönt hatten. Und da muss man schon Gas geben, um das hinzubekommen. Weil wir haben auch in Brøndby hatten wir auch super Fans, die auch super laut waren. Dann gab es ein Spiel in Milan, wo ganz viele Frankfurter Zuschauer mal angereist sind, wo 15.000 waren, sollte eigentlich nur 3.000, 4.000 da sein. Da kann ich mich auch sehr gut daran erinnern. Roland Palmert hat sich erledigt. Alles klar, dann machen wir mit Marc Heinrich weiter. Er hat eben gesagt, er möchte zulegen. In dänischen Medien ist zu lesen gewesen, er wiegt 63, 64 Kilo. Ist das korrekt? Passt dir, du warst ja kun 63, 64 Kilo. Ja, ich weiß nicht, ob das gerade verkehrt, aber ich war ja tät på die 66, 67 Kilo. 66, 67 Kilo ist sein Kampfgewicht. Habt ihr noch Fragen an Jesper Lindström? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann sagen wir vielen Dank und machen noch für die Fotografen ein Bild mit dem neuen Heimtrikot und dem Neuzugang. Vielen Dank.